Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. 16.000 Soldaten, mehr als 140 Flugzeuge und Hubschrauber, Militärs aus 10 Nationen. Für die größte Militärparade in der russischen Geschichte hat Präsident Putin in Moskau fast alles auffahren lassen. Eine Waffen- und Truppenschau, die Stärke demonstrieren und Staatsgästen imponieren soll. Westliche Politiker machen sich allerdings rar. Nadine Mierdorf. Ein 25-Jähriger ist im U-Bahnhof Klosterstraße hier in Berlin von mehreren Unbekannten schwer verletzt und auf die Gleise gestoßen worden. Die Angreifer schlugen und traten den jungen Mann am frühen Morgen. Einer von ihnen stach ihm dann mit einem Messer in den Bauch. Glücklicherweise überlebte das Opfer, doch die Täter sind flüchtig. Nora Lenz. Trinken, feiern, fröhlich sein. Der Tourismus in europäischen Großstädten boomt. Billigflüge und preiswerte Übernachtungen in Hotels machen es möglich. Besonders Partytouristen strömen in die Metropolen, so wie hier nach Berlin. Und hier will man jetzt dem lauten Treiben mit Pantomimen ein Ende setzen. Und wir haben die Ruhestifter bei ihrem ersten Einsatz begleitet. Christoph Hipp. Und jetzt schauen wir noch kurz auf die Ergebnisse aus der Fußball-Bundesliga. So, ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit den Simpsons und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.